weiß, wir haben das Mädchen verloren. Der Heli hat sie zu einer Diamantenmine in Sibirien gebracht. Wir haben eine Chance, den Präsidenten zu schnappen, bevor er die Startcodes preisgibt und Makarov Europa zerlegt. Sobald wir am Boden sind, wird's da unten ungemütlich. Hoffentlich kannst du mithalten, alter Mann. Die Amis wollte immer den Ruhm einstreichen. Daher halte ich mit Yuri die Nachbarn in Schach, während ihr die Geiseln sichert. Okay, seid vorsichtig, Jungs. Niemand mag eine tote Geisel. Wie ist die Lage, Boss? Alle sind Feinde. Ein wahres Wort. Die Höhle des Löwen, 14. Oktober, und wir spielen als Yuri. Ein letztes Mal als Yuri spielen. In dem letzten Part spielen wir als Reis. Habe ich im Wiki gesehen. Ich habe zu viel gespoilert, weil ich im Wiki nachgeschaut habe, naja. Das ist übrigens dieselbe Aufnahmesession wie derselbe wie der letzte Part. Und wir müssen uns bereithalten. Darf ich? Ja! Gute Arbeit, Reis! Ah, scheiß Arbeit, Reis! Was war das denn jetzt? Okay, wir sind tot, das Let's Play ist beendet. Makarov hat gewonnen, nee, Spaß. Wir haben noch eine Chance. Oh, macht sich dann mal wieder. Ich probiere es mal. Vielleicht erwischt jemanden auf den Kopf. Und? Okay, einmal schaue ich noch. Tja. Ich finde es cool, dass wir jetzt ein Laservisier haben. Mit der gefällt mir das Level auch so gut. Wir haben noch 60 GB frei und das letzte Level hat 40 GB verbraucht und es war so 25 Minuten schätzungsweise lang. Werde ich mich wieder freuen beim Rennen. Ach, wie schön. Aber wenn ihr es seht, dann ist es schon vorbei. Da habe ich die Qual des Rennens hinter mir. Naja, nicht gerade die sicherste Position hier. Der lebt noch. Ich mach meinen Job nicht richtig. Und warum schieße ich die dauernd in die Eier? Das ist doch eine goldene Regel. Niemanden in die Eier schießen. Es ist zwar Krieg, aber Eier schießen ist das Mieseste, was es gibt. Alter! Ich hab da Gronkh gelesen wegen dem G und dem H am Ende. Da oben! Ach, diese Wichse! Jetzt fange ich hier schon zum Fluchen an. Geht mir langsam richtig emotional ans Herz. So richtig emotional ans Herz. Hey. Das ist Nachtsicht. Gehört an. Hallo Gronkh. Na, Gronkh spielt auch Call of Duty. So. Was ist eigentlich euer erster Let's Play, den ihr je gesehen habt? Meiner war nicht Gronkh. Meiner war hieß irgendwie... also ich verarsche jetzt nicht, meiner war echt nicht Gronkh, den ich gesehen habe. Das erste Let's Play, was ich gesehen habe, war Pokémon Blaue Edition von... Verdammt, wie hieß der? Ich muss mir sowas merken. Ah, verdammt, ich komme nicht drauf, aber ich weiß, wie er heißt. Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall hatte der nicht so viel Abos. Der hatte glaube ich nur so 800 Abos oder so. Und der hieß irgendwie... Ich glaube, der ist sogar...
kein Let's Player mehr. Wie hieß der? Also ich verarsche jetzt nicht, ne? Also ich erfinde jetzt keinen mehr. Meiner war echt nicht Gronkh. Für die es jetzt denken. Viele schauen Gronkh an und machen dann Minecraft Let's Plays und die 10 Parts sind und dann haben sie keinen Bock mehr. So einer bin ich nicht. Nein, wenn ich einmal Let's Player bin, bin ich immer Let's Player. Und ich werde auch immer Let's Player sein. Bis ich so 70 bin. So, willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty 52. Oh, Sandmann. Verdammt, wie ist der? Wie ist der jetzt? Ich komme echt nicht drauf. Ey, bin ich blöd? Ich komme das doch drauf. Ich merke mir den Namen doch. Naja, wenn ich beim Let's Playen bin, dann bin ich so dumm wie Stroh. Dann kann man mich auf die Sonderschule zurücksetzen. Verdammt, wie hieß der? Ich komme immer noch nicht drauf. Ich hab's vergessen, ich komme nicht drauf. Vielleicht werde ich es euch irgendwann mal sagen, aber ich komme gerade nicht drauf. Und ich verarsche euch nicht, weil sowas tun nur Arschlöcher. Ihre Abonnenten verarschen. So, es gibt aber einige Leute, die sowas machen. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen. So, okay, blub. Hey, mein Nachtsicht ist kaputt gegangen. Ich kaufe mir neues bei Aldi. Der ist blöd, den ich gesehen habe, der hat irgendwie am Anfang immer gesagt, hallo Volk und so. Ach, verdammt, ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. Also falls ihr es irgendwie wisst, dann könnt ihr einen Kommentar schreiben, obwohl ich nicht glaube, dass ihr wisst, wie der heißt. Weil nach dem Let's Play habe ich ihn nie wieder gesehen, also es ist eines seiner Let's Plays. Ich habe halt nur mal kurz nachgeschaut, ob er noch andere Pokémon Let's Plays macht. Habe ich mal zwischendurch mal nachgeschaut und er hat mal Pokémon Silber gemacht, aber das war eher scheiße, sage ich mal. Ach so, stelle ich mir Sibirien vor. Genau. Alles voller Schnee und Eis. Und wieder so ein Schneesturm. Na gut, so ein Schneesturm ist nicht so wie im Level, wo man mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Das war natürlich sehr episch mit dem Schnee. Hab ich ein bisschen erinnert an das Video von der Asiate aus Julians Block Battle gegen Ahmed. Für die es nicht kennen, googelt's einfach mal über YouTube. Julians Block Battle, der Asiate. Das ist Ahmed. Für die es nicht kennen. Aber ich glaube, das kennen schon jede Menge Leute. Wie komme ich da jetzt runter? Muss ich da einfach runterjumpen oder was? Nee, ich sterbe, es ist euer Stück, ne? Der in Kreis, der hätte es nicht überlebt. Der ist ja so ein Mädchen. Und flennt bei jedem Scheiß. Ah, ich habe beim Studieren da abgebrochen, jetzt muss ich sterben. Ah, der Zombie hat mich angegriffen, mir ist kalt. Und es tut überhaupt nicht weh, mir ist nur scheiß kalt. Und es laggt auf einmal. 9 FPS gerade eben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt langsam weniger Speicherplatz kriege, das jetzt anfängt tut zum Lecken. Naja, ich mache nur noch dieses Level und dann mache ich auch Pause mit dem Let's Play, dann oder mit dem Let's Play fürs Erste. Dann habe ich ja ein bisschen was auf Vorrat und dann können wir ohne große Bedenken mit 100 GB in den letzten Part gehen und uns so viel Zeit lassen, wie wir möchten. Weil mit 100 GB kann ich so 2 Call of Duty Parts aufnehmen. Weil Fraptor braucht so viel Speicher, ich weiß nicht. Falls du was wisst, wie man es so einstellen kann, dass Fraps weniger Speicher verbraucht, dann könnt ihr es in den Kommentaren schreiben. Oh, ich muss mal ein bisschen danach googeln, also ja, ein bisschen Fraps googeln, wie man Fraps verbessern kann, dass es nicht mehr leckt und so.
Naja, aber ich quatsche hier irgendwie jetzt zu viel. Ich meine, das ist hier ein Eco-Shooter nicht. Ich quatsche hier, als wären wir bei einem Kaffeekränzchen. Naja. Oh, es leckt. Hoffentlich ist der Part nicht unsynchron. Der letzte war zum Glück nicht unsynchron. Ich habe noch geschaut, bevor ich diesen Part angefangen habe. Zum Spielen. Es sind überall die Gegner, es gibt Zombies. Ach komm, jetzt sind wir tot. Ah, vielleicht auch nur, doch noch nicht. Wenn wir jetzt einen Schuss abbekommen, sind wir tot. Wie so ein Junkie-Spruch, stimmt aber. Angel Run. One. Hast du jetzt ausgeschossen? Schäm dich. Der kann nicht mit dem Geschütz umgehen. Wenn ich hier am Geschütz bin, dann sterben 10 Feinde. Mindestens. Ohne jetzt angeben zu wollen. Ich meine ja, das ist hier ein Ego-Shooter und wir sind eh immer der Held und die anderen sind eh immer die Versager. Du klaust mir meinen Job, Angel One. An, da ist eine Angel. Eine Angel im Himmel. Oh, 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 Angel. Ich hasse Granaten. Und ich hasse Leute wie dich, die immer nur herumschleichen. Ja. Hier, ich blende euch mal ein bisschen. Ja, ist war gut eigentlich. Sehr gut. Meine beste Blindgranate, glaube ich, bis jetzt. So, und falls der Part plötzlich beendet ist, muss ich das einfach wieder zusammenschneiden, aber ich glaube kaum, dass es so kommen wird, weil ich schnell genug Speicher haben. Aber wenn wir weiterhin sterben, dann Napoleon Bonaparte, dann befürchte ich, dass ich diesen Part halbieren muss. Reif, hilf mir! Also die Musik von Call of Duty ist ziemlich episch, aber ich glaube, die hört man hier in dem Video sehr schlecht, weil ich kann jetzt eine Runde drehen, ob ich die Musik runter... Also ja, wenn ich das hochdrehe, dann ist auch gleichzeitig sind auch gleichzeitig die Schüsse lauter und man versteht mich nicht. Deswegen ist die Musik jetzt so unverständlich in diesem Video, glaube ich zumindest. Falls ihr die Musik hören könnt, dann ist es natürlich wieder gut. Moment. Ach komm, jetzt hat er da was dazwischen gestellt. Das gibt's doch nicht. Weichei. Er will nicht sterben. Jeder muss aber mal sterben. Ich will dir nur die Qual des Lebens, ne, und so. Ersparen. Ersparen ist das richtige Wort. Ich bin gerade nicht erst aufgegangen. Oh, die suchen. Lass ihn doch ihren Kameraden retten, Mensch. Ich hätte es ihnen gegönnt, jetzt ernsthaft jetzt. Einfach unschuldige Leute abknallen, das gibt's doch nicht. Ah, ich sollte sich schämen. Warum immer ich? Slow Motion! Slow Motion? Hallo? Ah. Sie wurde gefoltert und vergewaltigt. So, jetzt müssen wir sie verteidigen. Wetten, jetzt kommt da was. Die Russen sind uns immer einen Schritt voraus, gegen den wir auch immer antreten. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir kämpfen nicht gegen Russen, sondern gegen was anderes. Und ihr erzählt hier völligen Bullshit. Ja, natürlich. Wir müssen sie verteidigen oder retten, wie auch immer. Ich hab's gewusst. Ich schaue auch nebenzu jetzt immer, ob ich auch aufnehme. Und ich sollte vielleicht auch mehr schauen, wo Feinde sind. Du Barrel Roll! Ne, du Bottle Roll. Du
Barrel Roll ist am Bord. Barrel Roll. So, ich bin hier unter diesem Barrel total sicher. Ey, Truck, geh weg! Oder Gronk, geh weg! Okay, ich nehme immer noch auf. Aber mich wundert, dass es jetzt so flüssig läuft. Ich meine, hier sind sehr viele grafische Effekte drauf, dieser Schnee zum Beispiel. Sieht richtig, richtig hammergeil aus. Ich finde, das könnte man öfters so einbauen, so Schneestürme und so. Finde ich richtig schön sowas. Oh, abseilen. Abseilen wir uns in die Tiefe des sibirischen Kraters oder was auch immer. Würde ich mir in Real Life nie sowas trauen. Müsa. Wieder der, dem, der als Geburtstag einen Raketenwind bekommen hat von seiner Mama. Ach, ich wünschte auch einen Raketenwerfer zum Geburtstag. Laut Spiel habe ich ja bald Geburtstag. Denn es ist der 14. Oktober. In 10 Tagen bin ich, was weiß ich, welches Jahr wir haben. 51. So, lebt da noch jemand? Wer noch lebt, soll schießen. Oh, das sind ja eine Menge. Einfach so ausgeschaltet. Ohne Problem. Also meine Skills werden langsam besser, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich will ich, oder? Ne, jetzt macht's mal der Reis. Was sie jetzt? Der macht's nicht. Fauler Sack. Fauler alter Sack. Da steht da. Kann kein Russisch. Okay, was ist das? C4? Was ist das? C4 ist es, ne? Ah, keine Ahnung. Slow Motion. Fuck. Warum habe ich den Präsidenten getötet? Naja gut, der war eh scheiße. Ey, ja. Der große Stratege. Okay, jetzt muss ich wieder das Lager checken. Ich hasse solche Slow-Motion-Geiselrettungen. Habe ich es richtig gemacht? Ja, ich habe es richtig gemacht. Ah, ich bin so glücklich. Ja. Echt? Glaubst du? Glaubst du, dass hier alles einstürzt? Ich glaub's nicht. Wir können uns Zeit lassen. Aber ich glaube ihm nicht, dass alles einstürzt. Ich sagte nur, weil es ein bisschen dramatischer klingen soll. Damit wir uns ein bisschen beeilen sollen und wir leichtsinnig werden und dass wir das Spiel dann länger spielen können. Nee, darauf falle ich nicht rein. Yes, wir sind bei Left 4 Dead. Boah, ich krieg jetzt ziemlich was auf die Fresse gerade. Da ist doch jemand, oder? Das sind Schüsse. Okay. Boah. Schnell weg von hier. Was? Raketenwerfer? Ah! Oh! Mir dreht mein Ohr!
will mitschießen. Klingt schwul. Ich sehe hier nichts wegen dem vielen Dreck in der Luft. Slow Motion, Epic Slow Motion. Dumm, nach vorne zu rennen. Oh, ich habe mein Ketchup offen gelassen. Naja, das kann mir ja nicht passieren. Danke, Konrad Kammerkopf, oder wie auch immer du auch heißt. Ja. Und was ist mit den anderen? Wir können ihnen doch nicht einfach ihren Schicksal überlassen. Ich meine, die haben für uns gekämpft, das ist Verrat. Die Armen. Ich werde euch niemals vergessen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Danke. Dann bis zum letzten Part. Servus!